herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich habe heute mal wieder eine kleine Buchrezension für euch. Die letzte ist ja auch echt schon viel zu lange her. Es ist soweit. Ich habe das zweite Buch meines Jahres 2018 gelesen und beendet. Und ja, es ist tatsächlich etwas traurig. Ich habe im März, im dritten Monat des Jahres, mein zweites Buch beendet. Mau. Allerdings ist die Sprache von Sebastian Fitzeks Flugangst 7a. Es ist ein Thriller, der mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Und ich erzähle euch jetzt warum. Kurz zu den Eckdaten vorweg. Das Buch ist im Drömer-Knauer Verlag erschienen. Und das außerdem schon im Herbst 2017. Es hat 380 Seiten und das Hardcover kostet 22,99 €. Für alle, die den Klappentext nicht hören wollen, müssen sich jetzt einmal ganz kurz die Ohren zuhalten. Es gibt eine tödliche Waffe, die jeder Mensch problemlos in ein Flugzeug bringen kann. Und keine Kontrolle der Welt kann sie erkennen. Ein Nachtflug Buenos Aires, Berlin. Ein seelisch labiler Passagier und ein Psychiater, der diesen Passagier dazu bewegen soll, die Maschine zum Absturz zu bringen. Sonst stirbt seine hochschwangere Tochter. Der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek. Ja, kurz als Vorwarnung vorweg. Eventuell könnt ihr, nachdem ihr dieses Buch gelesen habt, nicht mehr so ganz unbedingt in den nächsten Flieger steigen. Und nochmal ganz kurz als kurze Hintergrundinformation von mir. Ich lese eigentlich nicht so viele Psychothriller. Ich bin, wobei Thriller eigentlich eher gar nicht. Horror sowieso nicht. Und wenn, dann Psychothriller und eigentlich auch nur von den beiden Autoren Sebastian Fitzek und Wolf Dorn. Das sind so meine einzigen Psychothriller-Autoren, die ich so lese. Deshalb musste auch der neue Sebastian Fitzek absolut drin sein. Ich hatte den schon relativ am Anfang bei mir zu Hause liegen, habe mich so darüber gefreut und habe es jetzt leider doch erst so spät geschafft, das Buch zu beginnen. Leider. Ich habe auch relativ lange gebraucht. Allerdings nicht, weil das Buch so spannend, also nicht spannend genug ist, sondern weil ich einfach viel um die Ohren hatte. Allerdings muss ich dazu sagen, die letzten 180 Seiten habe ich einfach so weggelesen. Ich habe nach langem mal wieder eine Nacht durchgelesen oder bis spät in die Nacht hineingelesen und dieses Buch hat mich sprachlos zurückgelassen. Es kommen hier Themen auf, mit denen ich absolut nicht gerechnet hätte. Ich bin absolut sprachlos teilweise zurückgelassen worden. Klar, Psychothriller beinhaltet immer so ein bisschen die Psyche, behandelt die Psyche des Menschen und da kommen so die dunkelsten Tiefen auf oder worüber ich sehr, sehr, sehr viel gestolpert bin, war tatsächlich die Tatsache, mit welchen kleinen Worten, mit welchen kleinen Schritten man es schaffen kann, die Psyche eines Menschen ins Wanken zu bringen. Und darum geht es ganz, ganz stark in diesem Buch. Es ist einfach, das lässt mich sprachlos zurück. Ich kann relativ viel davon nachvollziehen. Ich weiß, warum etwas so ist. Aber man ist es sich als Mensch, wenn man so durchs Leben läuft, tatsächlich nicht bewusst, mit welchen Aussagen man was in anderen Menschen auslösen kann. Und das ist etwas, was ich, was mir in diesem Buch sehr, sehr klar geworden ist, dass, ja, dass es tatsächlich so einfach geht meistens. Gerade wenn man Menschen hat, die relativ labil sind, wenn die vor einem stehen und man sich mit denen unterhält und man einfach nicht darüber nachdenkt, was man sagt, dann kann ein einziges kleines Wort schon dafür zu führen, dass eine halbe Welt zusammenstürzt. Kommen wir aber erstmal zu den Charakteren in diesem Buch. Es sind, wie bei Fitzek relativ häufig der Fall ist, mehrere Charaktere, die so ein bisschen zwischen den Kapiteln hin und her wechseln. Hier nochmal ein ganz großes Kompliment an Sebastian Fitzek. Es gibt relativ viele kurze Kapitel. Ich liebe kurze Kapitel. Kurze Kapitel lassen sich so gut weglesen. Als weiterer Hinweis, so viele Cliffhanger wie in diesem Buch gab es schon lange nicht mehr. Es ist so fies. Man muss einfach dabei bleiben. Man muss weiterlesen. Und man denkt sich zwischendurch so, hä? Was? Und man versucht einfach mitzudenken, okay, das war das, das war das. Was hat der und derjenige gemacht? Es gibt keine
unnötigen Figuren in diesem Buch. Bei Sebastian Fitzek gibt es nie unnötige Figuren, das mal dahingesagt. Aber es ist, es gibt keine unnötigen Figuren. Jeder ist irgendwie wichtig, aber man hat einfach keine Ahnung, warum und in welcher Verbindung. Und das erschließt sich alles erst so nach und nach. Und das ist einfach super spannend. Ich habe von einigen gehört, die dieses Buch innerhalb von einem Wochenende bzw. von einer Nacht weggelesen haben. Mein Plan war tatsächlich eigentlich auch, es innerhalb von einem Wochenende wegzulesen. Das hat leider nicht so ganz hundertprozentig geschafft, weil mir mein Leben einfach dazwischen gefunkt ist. Und dann hatte ich immer mal wieder Angst, weiterzulesen. Also ich war am Anfang tatsächlich sogar so, ich habe angefangen, das Buch zu lesen und es ist harte Kost teilweise. Also es ist, wir haben hier eine hochschwangere Frau. Wir haben eine Entführung, wir haben jemand, der eben erpresst wird und ein Flugzeug. Das heißt, wir haben gleichzeitig auch noch Zeitdruck, wir haben so einen Timer, der abläuft und das war alles sehr, 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 sehr spannend. Also ich konnte am Anfang das Buch teilweise nicht weiterlesen, weil es mir zu spannend wurde. Ich musste es relativ häufig auch tatsächlich zur Seite legen und ein anderes Buch lesen, damit ich einfach kurz abschalten konnte, weil es mich doch sehr... ja, sehr, sehr aufgewühlt hat, sag ich mal. Dazu kommt noch tatsächlich, dass wir eine Figur haben, die genauso heißt wie ich, Katharina, das ist jetzt kein Geheimnis. Und das hat mich sehr, sehr, sehr getriggert zwischendurch, auch am Ende. Und das hat das Buch für mich einfach nochmal viel, viel näher gemacht. Und ich bin tatsächlich mit so ein paar kleinen Tränchen im Auge zurückgelassen worden, weil es einfach so krass war, dieses Ende. Also, oder was heißt dieses Ende? Also für mich war es sehr, sehr nah. Und allgemein ging dieses Buch mir sehr, sehr nah. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht würde ich jetzt nicht großartig drüber nachdenken, wenn ich jetzt in den nächsten Flieger steige. Ich habe zum Glück trotzdem sowieso nicht vor, demnächst zu fliegen. Ich habe zwar keine Flugangst, ich habe allerdings Platzangst, von daher ist Fliegen sowieso nicht so die geilste Idee für mich. Aber ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken, was er sagt zum Thema: Eine Bombe, die keiner findet, ist ein labiler Passagier. Und das ist so wahr. Das ist nicht unbedingt nur auf Flüge bezogen, auf... ja, Flugterror oder Luftterror in dem Sinne, sondern auf alles. Die Bombe, die jederzeit hochgehen kann, ist ein Mensch. Und das sind einfach sehr, sehr wahre Worte, die er eben in diesem ganzen Buch, in diesen 380 Seiten verpackt hat und was mir sehr, sehr, sehr gefallen hat. Ja, zum Schreibstil noch von Sebastian Fitzek. Wir kennen ihn flüssig, locker, teilweise sehr detailverliebt, aber auch eben nichts Unnötiges mit dabei. Ich habe schon gesagt, es gibt einfach keine Figuren, die unnötig sind. Es gibt keine Details, die unnötig sind. Als Fitzek-Leser weiß man irgendwann, dass alles, was irgendwie eingeworfen wird, irgendwo eine Bedeutung hat, wo es hinterher nochmal Klick macht und man sich so denkt, ah, da kommt das her. Ich liebe es. Also ich lese seine Bücher nämlich gerne, hat einen schönen Schreibstil, einen schönen flüssigen Schreibstil und ich hatte eine sehr, sehr schöne Lesezeit mit diesem Buch. Ich kann euch also auf jeden Fall Flugangst 7a ans Herz legen von Sebastian Fitzek. Lest es ruhig, meinetwegen nicht unbedingt abends vorm Schlafen gehen oder wenn ihr gerade euren Sommerurlaub plant. Wenn ihr demnächst in den Flieger steigen wollt, dann lasst es vielleicht. Wenn ihr allerdings schon häufiger an diesem Buch vorbeigegangen seid, nehmt es unbedingt mit. Es ist ein Thriller mit ganz viel Spannung, mit ganz viel Inhalt, ganz viel Geschehnissen. Ich wollte gerade Hektik sagen, das trifft es nicht ganz. Es ist aber einfach rastlos. Es passiert so unheimlich viel, es nimmt einen mit, es zieht einen da so rein und hat mich tatsächlich sehr, sehr aufgewühlt, aber eben auch sehr zum Nachdenken angeregt und hat mir persönlich beim Lesen einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Rezension angekommen. Hab bestimmt ganz, ganz viel vergessen. Wenn bereits meine schriftliche Rezension da ist, findet ihr die unten in der Infobox. Verlinkt auf meinen Blog. Ich hoffe, dass ich da, wenn ich was vergessen habe, noch mehr reinschreiben kann. Es ist im Endeffekt einfach so, dass dieses Buch mich sprachlos zurückgelassen hat. Ich war am Ende, ich wusste nicht mehr, was ich dazu sagen sollte. Ich war einfach baff. Ich war sprachlos, ohne Worte, baff. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und
Ich hoffe, ich konnte euch jetzt irgendwie vermitteln, was ich gut an diesem Buch fand und ja, dass es mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und im Endeffekt kann ich mich gerade gar nicht entscheiden, mit wie vielen Sternen ich dieses Buch bewerten möchte, aber es ist auf jeden Fall im oberen Bereich und ja, geben wir mal sagen wir 4 Sterne. Ich gebe mal 4 Sterne und ja. Ich hoffe, ihr lest es auch noch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr es schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat oder ob es noch auf eurer Wunschliste steht und ob ich dafür sorgen konnte, dass es jetzt ein bisschen nach oben gerutscht ist. Dann sage ich viel Spaß beim Lesen und vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video.